Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben in der letzten Folge tatsächlich Anna finden können. Jetzt sollen wir zurück. Und da sollen wir mit den Zivilisten sprechen. Nein, wir sollen mit dem Oberchief Commander sollen wir sprechen. Oh, ich will da nicht nochmal reinfallen. Wir sind überall Löcher, oder? Ja. Denn die Zivilisten machen wohl irgendwie Ärger. So ist uns zumindest zu Ohren gekommen. Wow, was ist das? Was ist das? Ich dachte, wir wären hier in Sicherheit. Dann passiert sowas hier. Außerdem, da war noch so ein Ding hier vorne. Nichts wie weg. Ich gehe da nie wieder raus. Die spinnen doch. Warum bleiben wir nicht alle zusammen? Warum geht einer immer alleine? Das artet den Stress aus hier. Artyom, hilf uns mal. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mitkommen, obwohl Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Ja, ist doch gut. Wenn sie das gesagt haben, die müssen auch mitkommen. Was, der spinnt, der Alte. Wir müssen jetzt wohl zurück. Nein. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Ja. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Ich meine, klar, es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem. Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Artyom, bitte lass uns mitkommen. Ich bin auch ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Oh ja. Ach, Nastja, hör auf, Onkel Artyom zu nerven. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Artyom wird mit unserem Kommandanten reden und alles klären. Die hat uns geschubst. Wow. Onkel Artyom ist wichtiger als dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Doch. Ja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Artyom sagt. Ist doch so, oder Artyom? Na klar. Ich wollte den Waggon selbst holen, aber keine Chance. Posten verlassen, Feind, Kriegsgericht. Du kennst das Spielchen. Also liegt es jetzt an dir und Anna, ihn zu überzeugen. Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Mhm. Ja. Hi, Artyom. Also gut, willkommen im Team. Ach was. Danke, ich will dich nicht enttäuschen. Christ, der Mechaniker. Und? Hey, Artyom, siehst du, wie alles läuft? Ja, das war jetzt aber ein fieser Spruch. Hey. Nimm Platz. Hör mal, wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu überqueren. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren, egal was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Herr Oberst, wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Stefan, hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel.
Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Okay, okay, dann macht es so. Ich will ja kein Unmensch sein. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Hier, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordraisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echtes Schätzchen. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Artyom. Es ist ganz schön weit bis dorthin, aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Artyom, Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal. Ich wette, du hast dich mit Anna und Stepan verschworen. Hey, die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Ihr guckt, erwartet ihr irgendwas von mir? Kann ich antworten? Achso. Ich nehme das mit. Wegtreten. Achso, ich bin. Okay, ich bin schon weg. Was ist denn mit Munition? Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Artyom. Endlich habe ich alles so, wie ich es wollte. Eine ordentliche Werkbank mit Stauraum für all meine Werkzeuge und mehr. Hier kannst du deine Waffen reinigen und Munition für sie herstellen. Genau wie an jeder anderen Werkbank, die du findest. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar. Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Haha. Ja, das dann ist schön. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch allen noch kompetente Waffenschmiede. Okay. Hör zu, Otto. Ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Tja, ich möchte dich nicht länger aufhalten. Also verbessern wir erstmal die Waffen. Okay, wir haben ein paar Chemikalien. Erstmal, ja, Chemikalien. Wir brauchen wieder Medipacks. Dann haben wir gleich wieder keine Chemikalien mehr. Filter brauchen wir außerdem auch noch. Ja, dann war es das mit den Chemikalien. Nichts mit reinigen. Ja, schon vorbei. Das war's schon. Was ist... Achso. Ja, 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 ich verstehe. So, die können wir reparieren. Oh, schon gut.
was ist denn damit? Haben wir? Die tragen wir wahrscheinlich schon. Ermöglicht das Tragen einer begrenzten Menge Munition, Wurfwaffen und Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel Medipacks und Filter. Die Cargo-Weste, ja. Nichts Neues hier dran? Nö. Die Gasmaske können wir etwas mehr reparieren noch. Aber dann haben wir ja vielleicht keine, vielleicht brauchen wir hierfür noch was. Oh, reinigen. Chemikalien haben wir nur noch eine. Wusstest du das? Leichter Griff und Vorderschaft, das verschlechtert die Genauigkeit eigentlich und die Stabilität außerdem auch noch. Nein, verbessert die Genauigkeit. Ach so. Na, wir lassen das mal dran. Das hier hat er neu. Er hat, oh, luftdichtes Druckluftsystem. Das luftdichte Druckluftsystem ist dem Standardsystem sehr ähnlich, verliert aber keine Luft, wenn der Druck mal überhöht ist. Haben wir dran? Haben wir dran. Dann hat er noch was Schönes für uns. Das Trommelmagazin. Zylinderförmiges Magazin, das bis zu 18 Stahlkugeln oder 6 Hülsen aufnehmen kann. Magazinkapazität wird erhöht. Okay. TH. Oh, das hört sich gut an. Eine primitive Druckluftwaffe, die überraschend leise und genau ist. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Brauchen wir das? Ach so, haben wir dran, oder? Ja. So, was haben wir sonst noch? Hierfür hat er auch noch was. Boah, wir müssen die unbedingt reinigen. Da. Standardlauf und Griff. Schaft und Griff aus Holz. Wird traditionell an der Kalasch verwendet. Na, wenn er gut ist. Ach, größeres Magazin. Kleines Magazin? Nein, Magazin. Standardmagazin, das bis zu 30 Schuss Munition zulässt. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Also, Kalasch, das haben wir uns gerade schon angehört, ja. Ach, wir können die Waffen jetzt wechseln. Ach so, so sieht's aus. Voll der Schaden, aber kein Magazin, ha? Aber wir brauchen immer ein paar Schuss, um zu treffen erstmal. Wow. Das mit dem Reinigen ist ja echt übel. Oh, das war's schon. Und wir sammeln immer alle Pilze, nehmen wir immer mit. Mann. Reinigungskosten 12 hier. Aha. Ach so, um das komplett zu reinigen wahrscheinlich. 16, 14. Ja, aber bis wir unser Zeug wieder zusammen haben, reparieren können wir das jetzt noch ein paar Mal. Ja, bis wir unser Zeug da zusammen haben, da haben wir keine Medikits mehr, also. Anna, danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht und Silantius auch. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Es hängt jetzt alles von Artyom ab, also wünsche ihm Glück. Natürlich. Gott segne dich, Artyom. Und dich, Stepan.
Danke. Ah, nicht der Rede wert. Onkel Artyom, Onkel Artyom, hast du einen Einsatz? Ich wollte noch fragen, da wo die großen Tanks sind, wenn du meinen Teddybären dort findest, nur für den Fall, könntest du ihn mir mitbringen? Ach. Ein Dämon hat ihn mir weggenommen. Der konnte fliegen. War ganz unheimlich. Die leben da. Ah, na gut. Er hat Teddy zu seinen Kindern gebracht. Hm, Teddy fehlt mir so sehr. Aber vielleicht haben die... Ich wollte ihn besuchen gehen, aber Mama ließ mich nicht, weil es da nämlich auch elektrische Dämonen gibt. Mhm. Das ist wahr. Die kommen nachts raus und dann leuchten sie so schön. Mhm. Und unheimlich. Ein bisschen. Okay. Hasen haben wir da drin zum Essen. Da ist aber nicht viel dran. Das Huhn ist immer noch nicht fertig. Ihr macht was falsch. Nehmt heißeres Feuer. Hi, Artyom. Hi. Wie geht's dir, Osho? Weißt du, wenn ich ehrlich bin, was hast denn du da auf dem Kopf? Das sieht viel stabiler aus als das, was wir da so mit uns rumtragen. Was sagt Anna noch? Artyom, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du mich aus diesem dummen Keller geholt hast. Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Danke, mein Liebling. Jetzt geh. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Jetzt geh, lass dich umbringen, mein Liebling. Oh, wie lieb. Ob ich die Waffe wiederholen kann? Moment, der hat doch gesagt, wir können alle Waffen mitnehmen, aber wir haben doch jetzt... Was leuchtet hier so blau? Warum... Was... Warum leuchtet das blau an unserem Arm? Was war das? Da, wieder. Moment, hier nicht. Was zeigt uns das, die Richtung? Ich weiß doch nicht, was das blaue Licht hier bedeutet. Hey, hey. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Ah, auch egal. Dann pumpen wir eben noch ein bisschen. Aha, aufgeladen und es bleibt aufgeladen. Wir gucken mal auf die Karte. So, wir dürfen also was machen? Das Terminal. Wir haben jetzt einen Plan. Ein Schleppschiff von den Händlern erobern, in das Brückendorf eindringen, die Brücke herablassen und den Fluss überqueren. Klingt ein wenig kompliziert. Und die Besatzung der Aurora wächst mittlerweile stetig. Erst Crest und jetzt Katja mit ihrer Tochter. Klar, je mehr wir sind, desto besser, aber das Wohnraumproblem... muss nun wirklich dringend gelöst werden. Ich muss jetzt also zum Terminal, wo Crest seine Motordrasine hat, versteckt hat. Mit ihr kann ich dann vom alten Zugdepot einen Passagierwaggon zur Aurora bringen. Zum Terminal sollen wir, und wo ist das? So weit. Moment, wir können die Gleise nehmen. Wir folgen immer den Gleisen. Dann können wir nur hoffen, dass wir da drüben ein Schiff oder so etwas finden. Und die grünen Häuser, ich verstehe so langsam. Die grünen Häuser zeigen an, wo Werkbänke sind. Ja? Die Symbole, die aussehen wie Schiffe, zeigen wahrscheinlich an, wo Schiffe stehen. Und da müssen wir also drüben rüberschwimmen. Und da unten ist der Teddybär. Seht ihr das rechts unten? Aha. Ja, könnten wir eigentlich auf dem Rückweg holen. Hoffentlich geht das Ding nicht kaputt. Also, wir folgen hier den Gleisen. Erstmal, ich glaube, das ist am sichersten. Und dann, ja, und dann so weiter. Dann folgen wir dem Kreuz. Das blaue Licht, wir werden schon eines Tages herausfinden, was es zu bedeuten hat.
Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Eine Sache noch. Dieser Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ich denke, es sind die Banditen. Sie beobachten uns. Mhm. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Oh. Aber das war eine Vollkatastrophe. Oh. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der Sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Na, aber vielleicht sind die auch noch am Üben. Na, vielleicht proben die ja. Ja, aber wenn jemand keine Gitarre hat, dann braucht er eine. Speichern? Speichern. Okay. Jetzt? Ah, speichern. Ja, okay. Ich immer wieder, warum wir eigentlich immer alleine gehen müssen. Das sind so viele Leute. Ah, ich sehe es jetzt auch, das Licht. Na, ich bleib hier auf den Gleisen. Ach, die sind doch bestimmt nett. Wir tun einfach so, als würden wir dazugehören. Das merken die doch gar nicht. Oh nein, die haben wir gerade frisch repariert. Anscheinend gibt es keine Moneten. Und sollen wir den Trottel gehen lassen? Na klar. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Ja, dir steht die Scheiße ja echt bis zum Halse. Niemand, der für dich bezahlt und so. Was zum Teufel denkt sich der Boss? Geht weg. Nein! Was ist das? Ich wollte den befreien. Moment, war da noch mehr? Was hat ihm denn hier nicht gepasst? Scheint doch alles gut zu sein. Tja, der weiß einfach nicht, wovon er redet. Was haben wir schon pumpen? Für alles und jeden auf dem Präsentierteller zu stehen, das ist beschissen.
Geh doch. Ihr gefällt's mir nicht. Kein bisschen. Scheiße. Jetzt brauche ich dringend eine Kippe. Das ist hier verdammt nochmal nicht zu ertragen. Was soll... Ich höre noch keine Gitarre. Ach so, hier geht's auf. Gitarre. Ja, tut mir leid, aber die sehen uns doch sonst. Ja, die Gitarre haben wir gerettet. Oh, hier scheint gar keiner mehr zu sein, okay. Ja, wir können darüber rutschen, was irgendwie gar nicht mal so schlecht ist, weil Rutschen Spaß macht, aber auch immer ein bisschen gruselig ist. Aber andererseits, müssen wir denn überhaupt in die Richtung? Da müssen wir doch gar nicht hin. Überhaupt nicht müssen wir dahin. Nein, ich meine, wir müssen wieder runter. Ja, dahin schön, da ist ein Fragezeichen auf den Gleisen. Ja, sonst sind wir wieder am Hafen. Ja.
Ja gut, liebe Welt da draußen, die Gitarre ist in Sicherheit. In der nächsten Folge gucken wir, dass wir da weiterkommen, so wie wir wollen. Das heißt, das wird in der nächsten Folge hier wieder schön runtergehen. In dieser Folge bedanke ich mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.